Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Hier geht es um die Themen Börse, Investment und Trading. Und heute, ja, bei dem Video bin ich mir nicht ganz so sicher. Und zwar, ob ihr das, was jetzt gleich kommt, gut finden werdet oder ob ihr sagt, ah, das ist ja eigentlich totaler Hokuspokus. Und deswegen, ich bin mal gespannt. Es geht heute mal darum, wie man sich vielleicht die Märkte etwas anders anschauen kann, als das die meisten machen. Ich habe hier die Idee eines US-Vermögensverwalters aufgegriffen, die ich persönlich sehr, sehr charmant finde. Und ich stelle die euch jetzt gleich mal vor in dem Video und ihr sagt mir dann, ob euch das gefällt oder nicht. Also wenn wir uns Märkte anschauen oder beziehungsweise die meisten, wie schauen die sich denn Märkte an? Ne? Da gibt es zum einen die Daytrader, die den Namen nicht verdienen, sondern bei denen sollte man eher sagen die Zocker. Die kommen irgendwie früh an ihren Rechner, schalten den PC an und dann läuft da irgendwie ein 5-Minuten-Chart oder ein Tick-Chart des DAX oder des S&P und dann ist das die Marktbetrachtung. Wir wissen, dass wir, egal ob wir jetzt kurzfristig traden oder ob wir längerfristig investieren, dass das natürlich viel zu kurz gegriffen ist. Man muss immer das große, übergeordnete Bild anschauen. Und deswegen nutzen ja sehr, sehr viele zum Beispiel Tagescharts. Und wenn wir uns hier mal den Chart des S&P 500 anschauen, und zwar als Tageschart, das ist übrigens die kleinste Zeiteinheit, in der ich mir Märkte anschaue. Ne? Also kleiner schaue ich sie mir nicht an, wenn ich irgendwie Analysen mache. Klar, manchmal läuft irgendwo so ein 5-Minuten-Chart, wenn man schauen will bei Zahlen, was passiert da jetzt. Aber im Großen und Ganzen Tageschart sind die kleinste Zeiteinheit, die ich mir anschaue. Und da seht ihr aber hier natürlich, wie viele zwischendurch kleine Verluste es in einem doch übergeordneten Aufwärtstrend es hier gibt. Und was führt denn das Ganze? Immer wenn wir diese kleinen Verluste sehen, ne, es geht wieder ein paar Prozent runter, es kommt wieder ein bisschen zurück, also wir betrachten ja den Markt, dann fragen wir uns natürlich immer, könnte denn jetzt nicht der Punkt sein, wo der Markt vielleicht nach unten geht? So, und dann gibt es ja auch immer eine Menge Gründe, warum der Markt nach unten gehen könnte. Ne? Also, dass man sagt, naja, da gibt es eben die Nachricht, da ist überbewertet. Wir haben über das Cape Ratio vor kurzem gesprochen. Also gibt es ja viele, viele Gründe. Und deswegen ist vielleicht der ein oder andere schon auf die Idee gekommen und gesagt, naja gut, dann schalte ich doch mal statt Tagescharts vielleicht lieber auf einen Wochenchart, weil dann habe ich dieses ganze Tagesrauschen raus. Und wenn wir uns das mal anschauen, und das seht ihr hier im nächsten Chart, gleich wieder der S&P 500 und wieder diesmal einen Wochenchart. Und dann seht ihr aber, okay, das glättet sich schon. Man sieht es schon mehr, die großen übergeordneten Trends. Aber ihr seht natürlich auch hier die großen, oder was heißt großen, aber immer mal wieder auftretenden Einschläge an den Märkten. Ne, die sind nicht dramatisch, aber die sind eben vorhanden. Und auch das, muss man ganz ehrlich sein, verwirrt uns ein bisschen. Und jetzt habe ich schon seit einiger Zeit, verfolge ich einen Vermögensverwalter in den USA, der Geld verdient. Das ist ja, das zeichnet ihn ja schon mal aus. Also die Jungs, die in den Märkten Geld verdienen, denen sollte man immer schauen, was die machen. Und der stellt in seinen Präsentationen für seine Kunden immer eins vor, nämlich der betrachtet den Markt immer, ohne den Preischart sich anzuschauen. Und zwar macht der eines, der schaut sich nur gleitende Durchschnitte an. Das kennt vielleicht der ein oder andere, gab es glaube ich sogar mal vor ein paar Jahren hier was in Deutschland, aber wohl im eher kurzfristigen Bereich, Rainbow Trader. Ne? Ich glaube, wer hat denn das gemacht? Der Kollege aus der Sami hat das glaube ich gemacht. Auf jeden Fall nur gleitende Durchschnitte und ich finde das eine ganz, ganz spannende Idee. Und zwar schaut euch jetzt hier nochmal den S&P 500 an und zwar jetzt nur mit drei gleitenden Durchschnitten ohne Preischart. Das heißt, ihr seht hier nur diese drei Linien und zwar ist das ein 30er, ein 40er und ein 50er. Also ich habe das jetzt einfach mal so übernommen. Und was seht ihr jetzt hier? Und ihr seht natürlich, dass da, wo wir jetzt die ganze Zeit immer diese kleinen Rückschläge gesehen haben, der Durchschnitt der Marktbewegung, das heißt also die Abbildung des übergeordneten Trends, ganz, ganz klar nach oben gezeigt hat. Und wenn ihr euch jetzt beispielsweise mal anschaut, wie aktuell die Situation ausschaut, also hier ganz rechts am Chart, dann seht ihr eben, dass momentan, trotz allem, was da jetzt gerade in den Medien ist, ne, und vielleicht sehen wir jetzt gerade, dass der Markt ein bisschen runterkommt oder vielleicht auch nicht, wir wissen es ja nicht, sehen wir doch, dass die Trends übergeordnet ganz klar nach oben zeigen.
Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr schöne Methode, um einfach dieses ganze Rauschen, dieses mediale Rauschen, was könnte denn jetzt alles passieren? Ne? Überlegt nur die letzten Wochen. Nordkorea, Donald Trump, Ärger im Weißen Haus. Jetzt lesen wir heute, dass Goldman Sachs sagt, durch den Hurricane in Texas oder beziehungsweise dieses große Unwetter, was wir da in Texas haben, in Houston, wird das Bruttosozialprodukt sinken, bla 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 bla. Ne? Also diese ganzen Talking Heads und diese ganzen Meldungen, die immer auf uns einströmen, da sehen wir jetzt, okay, das findet eben im übergeordneten Trend überhaupt nicht statt und wir sehen einfach, wie der Trend ist. Jetzt muss ich eines gleich dazu sagen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, das funktioniert ja überhaupt nicht so mit Kreuzen von Gleiten, Durchschnitten und so weiter. Und nein, das funktioniert auch nicht. Ne? Also es geht nicht darum, dass wir diese gleitenden Durchschnitte hier als Timing-Tool nehmen. Also so quasi, wann steigt man ein und wann steigt man aus. Aber schauen wir uns doch mal eines an, nämlich die Finanzkrise 2007, 2008. Ihr wisst, damals der Markt rund 50% eingebrochen. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, diese gleitenden Durchschnitte, nur diese drei, ne, und das ist ja wirklich jetzt ganz, ganz simpel, da ist nichts dazu. Schauen wir uns die mal an, was ist denn zur damaligen Zeit passiert? Das seht ihr jetzt hier in diesem Chart. Und da seht ihr, da gab es einen Punkt, wo die anfingen, enger aufeinander zu laufen, wo die anfingen, sich so ein bisschen zu kreuzen. Ne? Und jetzt gucken wir mal hin, jetzt im letzten Chart, was ist denn da passiert? Und ihr seht, wenn das zum Beispiel der Punkt gewesen wäre, wo ihr euch dann wirklich anfangt, mal Gedanken zu machen, dann wäre diese ganz, ganz große Bewegung euch erspart geblieben, beziehungsweise ihr hättet euch entsprechend darauf einstellen können. Nochmal, es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt sagt, oh, ich gucke mir nur noch gleitende Durchschnitte an und wenn die sich kreuzen, dann gehe ich raus. Weil wenn ihr euch beispielsweise den Einbruch 2015 anschaut, dann werdet ihr sehen, dann wäre das viel zu spät gewesen. Aber was ich möchte, ist, dass ihr einfach ein bisschen wegkommt von diesem Mainstream, was alle machen. Ne? Alle schauen immer nur auf einen Chart und schauen da drauf und sehen im Grunde genommen überhaupt nicht, was da passiert. Die sehen nicht, was die Märkte bewegt. Die sehen nicht, was hinter den Märkten oder hinter den Charts eigentlich passiert. Und indem wir das Ganze ausblenden, also indem wir sagen, okay, wo sind wir denn momentan? Wir sehen an sich momentan sehr, sehr stabiles Wachstum in vielen Teilen der Welt. Wir sehen in Europa sehr stabiles Wachstum. Wir sehen in Amerika sehr stabiles Wachstum. Und die Charts, die übergeordneten Charts zeigen das an. Und indem wir ganz bewusst dieses Rauschen ausblenden und nichts anderes, zu nichts anderem dient das Ganze hier, helfen wir uns, mir geht es zumindest so, psychologisch uns auf den Trend einzustellen. Das heißt, ich habe jetzt nicht permanent Angst, ich bin jetzt nicht permanent mit Hedges im Markt, ich sehe jetzt nicht, oh, jetzt bricht der Markt ein. Ne? Interessiert mich denn als Langfristanleger, ob der Markt 4, 5, 6, 10% einbricht? Nein. Das ist mir doch relativ egal. Ne? Im Gegenteil, ich kann es vielleicht sogar nutzen, um wieder reinzugehen. Und wenn ihr das so als kleines Mosaiksteinchen nehmt, bitte nicht als einzelnen Indikator, ne? Sondern das ist wie so eine Art Warnlampe. Und die ist eben momentan nicht an, sondern im Gegenteil, oder nehmen wir es als Ampel, die ist eben momentan eher grün als rot. Dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Mittel, um gerade diejenigen unter euch, die neu sind, die ihre ersten Aktien gekauft haben, die ihre ersten ETFs gekauft haben und jetzt vielleicht Angst haben. Ne? Ich habe vor kurzem das Video gemacht, du wirst Angst haben. Und momentan ist aus meiner Sicht kein Grund, Angst zu haben. Weil wenn, würden wir das sehen. Ne? Wir würden sehen, ob der Markt 50%, 60%, 70% einbricht im Vorfeld. Nein, wir erkennen nicht das Hoch. Aber wir erkennen, wenn es schlechter wird. Und nochmal, momentan, anhand dieses kleinen Mosaiksteinchens, sehen wir, dass der Markt eigentlich sehr, sehr schön ist. Jetzt müsst ihr bloß noch von der Idee verabschieden, dass der Markt von einem Allzeithoch in einen Crash übergeht. Das gibt es nicht, das hat es noch nie gegeben. Und wenn es das einmal geben wird, glaubt mir, dann haben wir ganz, ganz andere Probleme als unsere Aktienmärkte. In diesem Sinne bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob ihr das, ich habe es am Anfang gesagt, findet ihr das hilfreich oder findet ihr das nicht hilfreich? Nutzt das vielleicht einer von euch sogar? Und wenn ja, wie? Gibt da noch ein paar mehr
Varianten, die man machen kann, auch mit ganz, ganz vielen Daily Moving Averages, mit 200er und so weiter. Ne? Also schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.